Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich möchte euch heute ganz herzlich begrüßen. Wir befinden uns mitten im Buch der Psalmen und wollen uns heute exemplarisch mit einigen Psalmen beschäftigen, die uns deutlich machen, warum wir von Gott abhängig sind. Heute freut es mich ganz besonders, dass ich jugendliche Gäste bei mir begrüßen darf. Zu meiner Rechten sitzen Matteo und Nanook, zu meiner Linken sitzen Amaris und Diana. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, einerseits ist es ein altes Buch, das wir lesen. Aber die Erfahrung der Menschen kann uns sehr, sehr nahe kommen, manchmal fast schmerzlich nahe. Wir machen vielleicht in einem ganz anderen Kontext, aber doch ähnliche Erfahrungen, wie David und andere Psalmenschreiber vor ungefähr 3000 Jahren. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt führst im Gespräch, dass wir das auch rausarbeiten, rausspüren, was du uns sagen möchtest am heutigen Abend. Und ich danke dir dafür, dass du nach deiner Verheißung jetzt hier bist. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, ihr seid ja in einem Alter, in dem es ganz wichtig ist und einfach dran ist, auch sich immer mehr abzunabeln, selbstständig zu werden, eigenständige Schritte zu gehen. Und mich würde mal interessieren, in welchen Bereichen ist es für euch persönlich wichtig, Unabhängigkeit, Freiheit, Eigenständigkeit im Leben zu erwerben? Also generell im Leben halt auf jeden Fall, dass man nicht mehr so abhängig ist von seinen Eltern, zum Beispiel in Sachen Geld vielleicht auch, dass man nicht mehr so daran gebunden ist, irgendwas mit seinen Eltern zu machen. Also ich merke das persönlich bei mir zum Beispiel jetzt, wo ich hier in Bogi bin, dass ich auch sozialer bin, irgendwie mehr mit anderen Leuten mache, mit Leuten, die ich neu kennenlerne und halt, dass ich auch neue Freunde finde. Also so bin ich dann halt auch ein bisschen entfernt von meinen Eltern. Und das ist für mich halt auch wichtig, weil ich merke einfach, dass mir das mal so rauskommen von zu Hause auf jeden Fall auch sehr gut tut. Dankeschön. Genau, so lernt man die Selbstständigkeit. Also wenn man von zu Hause weg ist, zum Beispiel wenn man so bei einer Jugendwochenende ist und man mal ein paar Tage mit Freunden und so kann man auch also sehr gut Selbstständigkeit lernen. Und es ist gut, wenn man mal auch von daheim weg ist, damit man das lernt. Ich meine, wir brauchen auch in der Berufsauswahl Unabhängigkeit. Also wir müssen selber auswählen, was wir uns vorstellen, dass wir machen möchten. Ja, das ist ganz wichtig. Ich meine, früher war es öfter so, dass die Eltern auch vorgegeben haben, ja, der Papa Bäcker gewesen und jetzt soll auch der Sohn oder die Tochter dann den Bäckerberuf übernehmen, beispielsweise. Ja, ja, ich glaube, das ist wichtig, auch so den eigenen Weg zu finden. Ja. Und da seid ja gerade alle dabei. Und jetzt gibt es so die gewisse Spannung, die ich schon angedeutet habe. Gleichzeitig spricht die Bibel und auch die Psalmen, die wir heute lesen, sprechen davon, dass wir dennoch trotzdem abhängig von Gott sind und auch bleiben. Und da möchte ich mit euch heute einige Psalmen lesen. Ihr könnt mal 136. Psalm aufschlagen. Psalm 136, das ist der letzte Psalm einer Folge, die gesungen worden ist, wenn die Israeliten auf dem Weg nach Jerusalem gewesen sind, um die großen Feste zu feiern. Das Passafest, das Neujahrsfest,
beispielsweise, da wurden diese Psalmen gesungen und sind als das große Hallel, ja, das große Gotteslob bekannt. Und dieser Psalm 136 ist so der krönende Abschluss. Und diesen Psalm wollen wir gemeinsam lesen. Preist den Herrn, denn er ist gut. Denn seine Gnade währet ewiglich. Preist den Gott der Götter. Denn seine Gnade währet ewiglich. Preist den Herrn der Herren. Denn seine Gnade währet ewiglich. Den, der große Wunder tut, er allein. Denn seine Gnade währet ewiglich. Den, der die Himmel gemacht hat mit Einsicht. Denn seine Gnade währet ewiglich. Den, der die Erde ausgebreitet hat über den Wassern. Denn seine Gnade währet ewiglich. Den, der große Lichter gemacht hat. Denn seine Gnade währet ewiglich. Die Sonne zur Herrschaft am Tage. Denn seine Gnade währet ewiglich. Den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht. Denn seine Gnade währet ewiglich. Den, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen. Denn seine Gnade währet ewiglich. Der Israel herausführte aus ihrer Mitte. Denn seine Gnade währet ewiglich. Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm. Denn seine Gnade währet ewiglich. Den, der das Schilfmeer in zwei Teile zerteilte. Denn seine Gnade währet ewiglich. Und Israel mitten hindurchführte. Denn seine Gnade währet ewiglich. Und den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer abschüttelte. Denn seine Gnade währet ewiglich. Den, der sein Volk durch die Wüste führte. Denn seine Gnade währet ewiglich. Den, der große Könige schlug. Denn seine Gnade währet ewiglich. Und mächtige Könige tötete. Denn seine Gnade währet ewiglich. Sihon, den König der Amoriter. Denn seine Gnade währet ewiglich. Und Og, den König von Baschan. Denn seine Gnade währet ewiglich. Und ihr Land zum Erbe gab. Denn seine Gnade währet ewiglich. Zum Erbe Israel, seinem Knecht. Denn seine Gnade währet ewiglich. Der unser gedachte in unserer Niedrigkeit. Denn seine Gnade währet ewiglich. Und uns, unseren Bedrängern, entriss. Denn seine Gnade währet ewiglich. Der Nahrung gibt allem Fleisch. Denn seine Gnade währet ewiglich. Preist den Gott der Himmel. Denn seine Gnade währet ewiglich. Tja, leider wissen wir nicht mehr, wie dieser Psalm gesungen wurde. Ja, die Melodie ist uns ja nicht überliefert. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieser Psalm eben genau so gesungen wurde, mit einem Vorsänger, und entweder der Tempelchor oder die gesamte Versammlung haben dann immer geantwortet mit diesem Refrain: Seine Gnade währet ewiglich, 26 Mal durch den ganzen Psalm hindurch. Und wir haben es ja normalerweise nicht so mit Wiederholungen. Ja, damit tun wir uns eher so ein bisschen schwer. Und ich habe auch jetzt an euch die Frage, wie es euch mit so Wiederholungen geht. Beispielsweise habt ihr vielleicht schon ganz oft im Leben gehört, Gott hat dich lieb. Ja, man hört das ganz oft in der Kindersabbatschule, im Gottesdienst, von den Eltern. Bis die Wiederholung vielleicht zu einer leeren Phrase verkommt. Wie kann diese Aussage, dieses ständig Wiederholte, trotzdem Bedeutung behalten? Also das Wiederholen ist sehr wichtig, um sich etwas zu merken und um das wirklich zu verinnerlichen. Gott ist die Liebe. Sollten wir uns Zeit nehmen, darüber lesen, wie er am Kreuz starb, die letzten Momente seines Lebens, und darüber also meditieren und oft darüber nachdenken, und dann wird es uns wirklich was bedeuten. Wenn wir das hören, dann das wird uns wirklich also in uns hineinsetzen, und das werden wir mehr schätzen, wenn wir das hören. Also uns immer wieder damit beschäftigen, das drüber nachsinnen, ja, das ganz tief in uns aufsaugen. Nicht einfach nur sagen, sondern verinnerlichen und halt darüber denken, was bedeutet das, Gott ist die Liebe. Ja. Also nicht nur so diese äußerliche Floskel, so das Dahinsagen. So, was ich vor allem öfters wieder merke, dass wenn ich in der Bibel Verse lese, die ich oft oder schon öfters gelesen habe, dass sie manchmal, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, halt auch eine ganz andere Bedeutung haben. Und vor allem ist das halt auch bei dieser Phrase, sage ich mal so, Gott hat dich lieb. Und klar, es ist auf der einen Seite schwierig zu begreifen, aber trotzdem sieht man das halt in so vielen Dingen. Schon allein, dass wir halt so gesegnet sind, dass wir überhaupt hier sein können. Und ja,
halt genau, dass wir hier sein können, dass wir die Bibel studieren können, dass wir hier auf einem Kontinent leben, wo und in einem Land leben, wo keine Kriege sind, wo wir nicht flüchten müssen oder sowas. Das ist schon ein sehr großer Segen auch. Also das ist wahrscheinlich so die Kunst des Lebens, das Selbstverständliche immer wieder als was Besonderes zu sehen und es einfach dankbar zu empfangen. Mhm. Nichts ist selbstverständlich. Es ist wirklich ein Geschenk. Im Psalm 136 werden jetzt ja verschiedene Gründe angegeben. Ja. Warum sind wir denn von der Gnade, der Güte, dieser Liebe und Freundlichkeit Gottes abhängig? Naja, hier werden drei Bereiche thematisiert. Zuerst, dass er der Schöpfer ist und er alles erschaffen hat. Dann hat er uns erlöst, also am Beispiel des Volkes Israels. Und er ist auch der Erhalter der Sachen. Mhm. Ja. Ja, hier sieht man auch immer wieder Situationen, wo das Volk Israel anstand und nicht weiter konnte. Und Gott hat ihn immer wieder raushelfen können. Ja, der Auszug aus dem Ägypten ist ein Wunder. Und so geht es der Reihe nach durch. Überall hilft Gott und das Volk aus eigener Kraft könnte nichts dafür tun. Ja, bei der Schöpfung ist natürlich ganz klar, ja, der Mensch hat sich nicht selber geschaffen, er wurde geschaffen. Und auch in der Geschichte Israels, ja, alleine hätten sie es nicht geschafft, aus Ägypten rauszukommen. Ja. Mhm. Jetzt ist es ja so, all diese Dinge, die hier aufgezählt werden, die liegen auch schon für diese Sänger zur Zeit Davids oder späterer Generationen in der Vergangenheit. Die Schöpfung sowieso, ja, aber auch diese Geschichten vom Auszug, ja, waren 500 Jahre früher. Das heißt, die Personen, die das hier singen, haben das alles selber nicht erlebt. Wie können wir jetzt alle Geschichten für uns so lebendig halten, dass sie uns trotzdem noch was sagen und eine Bedeutung für uns persönlich haben, die wir vielleicht viel später leben? Also ich denke, da kommt vor allem auch dieses Wiederholen ins Spiel. Weil das kommt, denke ich, manchmal auch später, weil als kleiner Junge habe ich nie so wirklich, sage ich mal, auf den Text geachtet, den man halt da so singt oder auch auf das, was man halt in der Bibel so liest. Und die Erkenntnis kommt halt, denke ich, wenn man älter wird und auch Gott erst so ein bisschen richtig erkennt. Am Anfang schwimmt man halt so mit, ja, genau. Dann sind es halt einfach so dahingesagte Worte. Ja. Und später ist, ich glaube, als Jugendlicher ist dann wichtig, sich dann zu überlegen, ja, warum werden denn diese Lieder gesungen, warum werden diese Geschichten erzählt, was hat es mit meinem Leben zu tun? Was auch zu bedenken ist, ist, dass sie also danken Gott, weil er das alles geschaffen hat. Die Heiden haben aber halt diese Sachen, die Gott eigentlich geschaffen hat, angebeten. Und was wir realisieren, ist, dass Gott ist der Schöpfer von den ganzen Sachen. Also wir können diese ganzen Sachen nicht anbinden. Wir sind dankbar, dass er die ganzen Sachen geschaffen hat für uns. Aber er ist der Schöpfer. Und das ist, was die Heiden jetzt nicht realisiert haben. Sie haben diese Sachen eher also angebetet als den, der die gemacht hat, diese ganzen Sachen. Mhm. Also zum Beispiel also das Meer, also die Sonne haben sie angebetet, die Sterne. Und das alles hat Gott geschaffen. Und das realisieren wir auch. Und deswegen danken wir dem Herrn. Und deswegen haben sie halt dieses Lied hier aufgeschrieben und gesungen. Ja, mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht in unserer heutigen Zeit auch hochaktuell. Denn heute ist es auch ganz oft so, dass Menschen begeistert sind von der Schöpfung, von der Natur. Ja. Erst letzte Woche habe ich mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich bete zum Universum. Ja. Dachte er, super toll, ja. letztendlich zur Schöpfung. Ja. Mhm. Aber den Schöpfer dahinter zu sehen und es lebendig zu erhalten, ist wichtig. Wir müssen uns immer wieder erinnern. Ja, es geht uns manchmal verloren und auch gar nicht so leicht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn eure Eltern euch vielleicht Erfahrungen erzählen, die sie gemacht haben oder eure Großeltern, ja, die sie mit Gott erlebt haben. Sicherlich spannend, das mal zu hören, aber letztendlich ist es ja nicht eure Erfahrung. Ja, vielleicht war es vor langer Zeit. Und wie wird dann diese frühe Erfahrung auch zur eigenen Erfahrung?
Ja, das ist die Frage. Ich muss eigene Erfahrungen dann auch machen. Mhm. Ja, und dann vielleicht auch die Alten mehr zu schätzen. Ja, wenn wir lesen und sehen, wie Gott zum Beispiel das Volk Israel geführt hat, dann haben wir auch die Sicherheit, dass Gott auch in unserem Leben das tut und auch seine Wunder da geschehen. Wenn das in der Vergangenheit war, weil er ist ewig und er ändert sich nicht. Genau. Ja, das heißt, der Gott, der damals diese Wunder getan hat, der kann auch heute noch Wunder tun. Ja, das einfach festzustellen und zu realisieren, ist ganz arg wichtig. Und was für mich auch sehr wichtig ist, ist halt, dass man Gott auch, wie ich schon eben so ein bisschen erwähnt habe, dass man den halt auch in den kleinen Dingen sieht. Also Gott in den kleinen Dingen sieht, die jeden Tag passieren, dass man gesund aufwacht, dass man ganz normal hier zur Schule gehen kann. Sowas zum Beispiel. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ja. Ja. Die Israeliten haben sich immer wieder im Jahr verteilt durch diese Feste, diese Auszeiten genommen, um sich bewusst zu machen, was Gott für sie getan hat. Und sind da auf dem Weg rausgerissen aus ihren Alltagstätigkeiten und sind eingetaucht in die Geschichte. Ja, ein ganz besonderer feierlicher Moment. Und dann werden diese alten Lieder gesungen. Die Kinder nehmen das mit auf. Es wird weitergegeben über die Generationen. Wir schauen uns ein zweites Lied an. Auch aus diesem Liederzyklus hier, diesem großen Hallel, der Psalm 130. Wer würde den Psalm mal lesen mit uns? Ich kann ihn lesen. Gerne, danke, Amaris. Herr, höre meine Stimme. Also es fängt an, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Ja, was sich wie so ein roter Faden durchzieht, durch alle Psalmen, die wir heute lesen, ist dieses Wort Gnade. Mhm. Vers 7, da taucht es wieder auf. Hier im Psalm 130 nur einmal. In Psalm 136 kam es 26 Mal vor, ja, ganz häufig. Aber auch hier kommt es vor, ja, die Gnade, die hier ganz, ganz entscheidend ist. Warum? Ja, da heißt es in Vers 3, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Was würde denn passieren, wenn Gott auf unsere Sünden so Acht hätte, die so halten würde? Ja, da steht eigentlich wörtlich das Wort halten, auch verwendet im Pentateuch. Fürs Halten der Gebote, den Sabbat halten oder auch schon in 1. Mose 2, Vers 15, Schöpfung bewahren. Da steht überall das gleiche Wort. Ja. Wenn Gott dieses Halten genauso machen würde in Bezug auf unsere Sünden, was für eine Konsequenz hätte das für uns? Ja, wir würden halt alle nicht in den Himmel kommen. Ja. Keiner? Mhm. Weil es ist ja niemand sündlos. Also wir werden ja alle schon sündig geboren, selbst als kleines Baby. Selbst wenn wir noch kein Wort sprechen können, sind wir alle schon Sünder. Und wir sind ja nur erlöst dadurch, dass Jesus ja am Kreuz gestorben ist. Sonst hätten wir gar keine Zukunft oder keine Zukunft nach dem Tod auf jeden Fall. Ja. Und wir würden auch in diesem Zustand der Sünde bleiben, weil wir haben keine Hoffnung, dass Gott uns erlöst. Und also wir sind halt mit dieser Tendenz geboren. Also jeder auf dieser Welt ist mit dieser Tendenz geboren, also zur Sünde. Deswegen brauchen wir Jesu Gnade, damit wir das überwinden können. Ja. Es würde uns alle wegfegen. Ja, keiner könnte vor Gottes Heiligkeit bestehen.
stehen bleiben in der Stelle, ja. Und da kann man sehr, sehr dankbar sein. Und dann heißt es dann in Vers 4, und das ist vielleicht etwas, worüber wir stolpern, wenn wir das lesen. Mhm. Bei dir ist viel Vergebung. Ja, jetzt würde man vielleicht erwarten, dass hier dann steht, so dass man dich lobt, ja, dass man dir gegenüber dankbar ist. Ja, es steht aber hier, dass man dich fürchte. Ja, wie passt das zusammen? Viel Vergebung führt zu Furcht. Ja, also wenn man im eigenen Leben so zurückschaut und man Vergebung erfahren hat, dann kommt bei einem so dieses Gefühl rauf, dem Gott, dem möchte ich weiter folgen. Der hat mir da rausgeholfen und ich werde ihn respektieren und möchte ihm weiter folgen. Und ich denke, nur Gott kann uns vergeben. Und wenn wir in Situationen gelangt sind, in denen wir Vergebung auch erfahren haben, dann ist das unser, einfach weil wir unseren eigenen Zustand sehen, was aus uns herauskommt und weil wir dann Gott sehen, was er mit uns macht, dass wir dann, ja, das, da kommt diese Gottesfurcht in uns auf. Also du meinst so dieses erlebte, die erlebte Vergebung, Erfahrung der Vergebung führt dann letztendlich dazu, dass ich einfach sage, wow, so ist Gott. Ja. Ja, vor allen Dingen auch diesen Unterschied, den man dann sieht, vorher und nachher, was Gott mit einem Menschen macht, wie er handelt und wie man selbst ist, in welchem sündigen Zustand man lebt. Ja. Also je mehr man vergeben wird, desto mehr erstaunt ist man. Und durch diesen Erstaunen hat man so eine Ehrfurcht vor Gott, weil er dir halt das alles vergeben hat und du bist jetzt rein gewaschen. Und es löst halt dieses Erstaunen, diese Ehrfurcht dann aus, glaube ich. Welche biblischen Personen fallen euch so spontan ein, die diese Erfahrung gemacht haben? Ja, zu Gott nahe zu kommen, ja, diesen Unterschied festzustellen und dann auch dieses Erleben der Furcht zu haben. Der König David und also seiner Sünde. Und als Gott ihn vergeben hat, also war er also sehr also ehrfürchtig vor ihm. Und er hat auch also im Psalm 51 gebeten, dass er Gott ihn reinwäscht. Und also er hat eine richtige Bekehrung gemacht und Gott hat ihn dann auch vergeben. Das schauen wir uns gleich nochmal an, ja, den Psalm 51, unser dritter Psalm für heute, ja, auch ganz, ganz spannend, genau, König David. Auch Jesaja bei seiner Vision, er hat sich unwürdig gefühlt, also er meinte, er wäre ein Sündiger und würde zwischen Sünder auch leben und ja. Kommt Gott ganz nahe, ja, und merkt dann auf einmal, boah, ich kann hier eigentlich gar nicht bestehen. Ja, ich höre gleich auf zu existieren. Gottes Heiligkeit erschlägt mich. Ja, und macht dann aber auch diese Erfahrung der Vergebung. Da kommt dieser Seraphim her, berührt seine Lippen mit dieser feurigen Kohle und er darf, er kann leben. Ja, und ist dann auch bereit, aus Dankbarkeit zu sagen, hier bin ich, sende mich. Ja, beispielsweise Jesaja. Auch die Maria Magdalena, die wurde ja von 7 Teufeln befreit von Jesus und sie hat ihre Dankbarkeit da gezeigt, als sie halt dieses kostbare Öl für Jesus, also bevor er gestorben ist, hat sie das für ihn auf den Füßen und ja, also das hat ihre, dadurch hat sie ihre Dankbarkeit gezeigt, dass sie dieses kostbare Öl für ihn gekauft hat und genau. Ja, also das sind alles Menschen, die ganz besonders diese Erfahrung der Vergebung gemacht haben, ja, und auch die Menschen, die jetzt hier nach Jerusalem ziehen auf ihre Pilgerreise, die einfach das in diesem Lied zum Ausdruck bringen. Ja, gerade durch deine Vergebung erfahren wir, wie gut du bist. Und das ist manchmal fast mehr, als wir ertragen können. Petrus, auch so ein Beispiel, ja, der Fischzug hat so viele Fische und reagiert dann erstmal mit, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja. Er ist fast erschlagen so von dieser Offenbarung des Wesens Gottes, seine Schöpfermacht, ja, seine Güte auch. Und Jesus reagiert dann mit, fürchte dich nicht. Ja, von nun an sollst du Menschen fangen. Und auch wie Jesaja ist Petrus sofort bereit zu gehen. Weißt du nicht, dass Gottes Güte zur Buße leitet? Und dann findet was statt, wenn Menschen das erleben, ja, durch diese Erfahrung gehen, zuerst mal dieses fast, wie kann ich überhaupt in der Gegenwart Gottes überleben, leben, hin zu dem Punkt, dass sie sagen,
ich kann gar nicht mehr ohne Gott leben. Ich mag nicht mehr weg aus seiner Gegenwart. Und wenn wir Psalm 130 weiterlesen, dann heißt es ja da auch ständig so, ich harre des Herrn, ja, ich hoffe auf ihn. Meine Seele wartet auf den Herrn, ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn. Ja, ständig wird dieser Gedanke wiederholt. Dieses, wir müssen uns an Gott dran kletten. Wie kriegen wir das praktisch hin? Ja, vor allem ihr, ja, die ihr sagt, wir möchten jetzt gerne so die, vielleicht in unserer Lebensphase, die Welt erobern und einfach unheimlich viel entdecken. Wir möchten einfach große Kreise im Leben ziehen. Trotzdem dieses Bewusstsein der Abhängigkeit Gottes, dieses Dranbleiben an ihm. Wie könnt ihr das trotzdem lebendig halten, auch wenn ihr sagt, wir möchten jetzt einfach Freiheit, Unabhängigkeit erfahren? Ja, ich denke, gerade wenn wir in die Welt rausgehen, haben wir das Gefühl, dass wir eben abhängig sind von Gott. Dort werden wir mit vielem konfrontiert und alleine können wir es nicht schaffen. Und so gesehen können wir gar nicht unabhängig werden. Ja, wir können Entscheidungen treffen, aber unabhängig mit, also ohne Christus zusammenzuleben, mit Christus zusammenzuleben, können wir nicht leben. Und das ist vielleicht meine Unabhängigkeit oder meine Freiheit, mich dafür zu entscheiden, mit Jesus zu leben. Ja. Also das heißt, gerade erst durch das Rausgehen komme ich an Grenzen, Grenzerfahrungen, und merke einfach, ich schaffe es nicht alleine. Ja. Ja. Und spüre dann ganz besonders, vielleicht noch mal viel mehr als in der Zeit, wo ich jetzt halt einfach nur mit Mama und Papa mitgeschwommen bin, ja, dass ich Gottes Hilfe und seinen Beistand brauche, seine Gnade. Ja. Also ich denke auch, wenn man in die Welt rausschaut, wie viele Sachen da passieren, das erinnert mich oft dann daran, dass Gott uns ja die 10 Gebote gegeben hat. Und die, wenn man sich an die halten würde, die würden ja praktisch einfach, also das wäre die beste Welt, die man dann hätte, wenn sich jeder an die 10 Gebote halten würde. Weil man braucht ja nichts hinzuzufügen, nichts wegzunehmen. Die sind einfach perfekt, die 10 Gebote. Man kann auch in der Theorie heute noch so danach noch so leben, wenn man sie vielleicht was ausarbeiten würde. Aber das erinnert mich eigentlich auch immer daran, dass wir Gott eigentlich brauchen. Weil die Leute, die Gott nicht haben, die verhalten sich halt genau nicht nach diesen Geboten. Und dadurch wird die Welt immer schlechter. Und wie Nanook und Matthäus schon sagen, wir als Menschen sind im Leben von etwas abhängig. Also wir können nicht unabhängig sein. Also von der Sünde oder von unseren Lüsten sind wir abhängig. Und so sind wir Sklaven unserer Lüste. Aber wenn wir zu Gott kommen und zu ihm abhängig sind, dann bekommen wir auch die Freiheit. Also das macht uns frei. Also du würdest sagen, Unabhängigkeit ist eigentlich eine Illusion ohne Gott. Ja, ja. Das funktioniert nicht wirklich, sondern erst in der Verbindung mit Gott erleben wir ein Maß an Freiheit. Gerade in dem an ihm dran kletten sozusagen, dranhängen. Mhm. Also je mehr Erfahrungen wir mit Gott haben im Leben, desto mehr, also wo wir sehen, wie er eingreift und uns hilft, desto mehr Vertrauen werden wir zu ihm haben und desto mehr werden wir halt sehen, wie abhängig wir eigentlich von ihm sind. Desto mehr er bei uns ist und wir das erleben und uns merken, genau. Und es gibt natürlich auch totale Geborgenheit. Also wir wollen jetzt vielleicht von unseren Eltern weg, weil wir unabhängig sein wollen. Das funktioniert auch in einem gewissen Maß von unseren Eltern. Aber trotzdem, wenn man zurückkommt oder bei seinen Eltern ist, dann hat man ja immer noch diese Geborgenheit. Vor allem bei der Mutter, die hat man ja schon seit dem Anfang seines Lebens. Und so ist es halt auch bei Gott. Gott ist ja auch symbolisch unser Vater. Und zu dem können wir immer gehen, wenn wir wollen. Der hört uns immer zu. Ja. Wenn wir diese Illusion der Unabhängigkeit des Lebens mit ohne Gott befolgen, dann geht es schief. Und ein Beispiel in der Bibel, wo es schief ging, ist ein Erlebnis, aus dem dann Psalm 51 erwachsen ist. Spannend, Martin Luther hat gesagt, es gibt so ein paar paulinische Psalmen.
Da gehört der Psalm 130 dazu, den wir gerade gelesen haben, und dann auch der Psalm 51. Also paulinische Psalmen, ja, was heißt das denn? Ja, Paulus hat ja im Neuen Testament geschrieben, aber er sagt im Prinzip, nehmen diese Psalmen schon dieses Gedankengut auf, was wir dann bei Paulus finden. Jeder Mensch hat gesündigt. Jeder Mensch wird allein aus der Gnade gerecht gesprochen. Und jetzt haben wir hier im Psalm 130 ja so eine allgemeine Erfahrung gehabt, aber aus einem konkreten Erlebnis erwachsen ist der Psalm 51. Der Psalm 51, der beginnt gleich mit der Erklärung, in welchen Umständen dieser Psalm entstanden ist. Kann es jemand von euch noch mal ganz kurz zusammenfassen? Ja? Was ist da der Hintergrund dieses Psalms? Also der Hintergrund von Psalm 51 oder also woraus der Psalm entstanden ist, ist im Prinzip, dass der Prophet Nathan zu David kommt, weil David hat ja oder ja, hatte eine bestimmte Situation mit Bathseba und Bathseba hatte ja einen Mann, den Uria, und David hat ihn indirekt töten lassen, damit Bathseba seine Frau werden kann, und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm, um diese Situation ihm aufzuzeigen, welchen Fehler er da begangen hat, weil er das vielleicht auch mehr oder weniger unabsichtlich gemacht hat. Also er hat eine Sünde begangen, aber war sich der nicht so ganz bewusst. Vielleicht schon, ja, aber letztendlich hat er es auch dann verdrängt, ja, hat versucht, das zu vertuschen, zu verheimlichen, und ja, ging aber nicht, weil Gott es einfach registriert hat, und er schickt dann den Propheten, der ihn dann konfrontiert damit. Also ja, Psalm 51 ist einfach zusammengefasst die Bekehrung Davids, also wo er seine Sünden bekennt und Gott um Vergebung bittet, also für seine Sünde. Mhm. Woran könnt ihr denn in diesem Psalm jetzt wahrnehmen, dass David wirklich bereut hat, dass er diesen Ehebruch, diesen Mord begangen hat und nicht einfach nur ja, die Folgen seiner Taten bejammert hat? Woran wird echte Reue in diesem Psalm sichtbar? Also man sieht... Also man sieht in Psalm 7 zum Beispiel, da sagt er, sieh, ich bin in Sünde geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Da sieht man halt schon direkt, dass er die Situation auf jeden Fall versteht, dass alle Menschen sündig sind. Und dann auch in Psalm 11, dort steht, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Also da erkennt er halt, dass nicht nur die Folgen von Dingen, die er tut, katastrophal sind, sondern halt, dass er wirklich gesündigt hat, und dort erkennt er das halt und schreibt es auch sehr genau dann. Also David beweist wirklich hier Größe, indem er das einfach zugibt. Was ich getan habe, war schlimm. Und er erniedrigt sich halt auch ein bisschen selber, indem er sagt, Gott, schau nicht auf meine Sünden, bitte. Mhm. Weil er sagt ja, verschließe dein Angesicht und tilge alle meine Schuld. Ja, in Vers 12 sagt er ja auch, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Und für mich ist das so etwas, jemand, der nur Angst hat vor den Folgen und deshalb irgendwie schnell, sag ich mal, Buße tut und sich bekehrt, der hat nicht diesen tiefen Wunsch, verändert zu werden. Den drückt David in diesem Vers 12 aber aus. Ja. Wenn man diesen Psalm liest, sagt David ja hier, an dir allein habe ich gesündigt, Vers 6, und übel vor dir getan. Da fragen wir uns als Leser ja, Moment mal, stimmt der gar nicht? Er hat ja diese Sünde an Uria, an Bathseba begangen. Ja, warum sagt er jetzt hier an dir allein, warum an Gott? Was hat Gott damit zu tun? Ja, wenn wir anderen Menschen wehtun, dann tun wir damit eigentlich Jesus weh. Er ist für uns gestorben, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber er wird einmal zu diesem Zeitpunkt dann die Schuld des Volkes und der Menschen tragen. Und wenn wir anderen wehtun, dann tut es Jesus im Herzen weh. Und
da Jesus die Schuld getragen hat, konnte er auch wissen, welches Maß an Gericht dann für jeden ja das Richtige ist. Und er sieht dann auch, wer erlöst werden kann und wer nicht, weil er hat die Schuld auf seinen Schultern gehabt. Also am Ende wird Jesus ja auch sagen, was ihr nicht an meinen Geringsten getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan, oder das habt ihr mir getan, was ihr den Geringsten getan habt. Also sie werden ja fragen, ja Jesus, wo haben wir die also hungrig oder durstig gesehen oder wo hattest du Besuch gebraucht? Und er wird halt sagen, ja, das waren halt die Leute, die an denen ihr einfach vorbeigeschaut habt, die Hilfe brauchten. Und was ihr denen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also genau. Also Gott identifiziert sich mit seinen Geschöpfen. Genau. Ja, er ist der Schöpfer, er ist derjenige, der im Prinzip so mitleidet, ja, als ob er selber betroffen wäre an der Stelle. Ja, es ist eine Sünde gegen Gott. Ja, wenn es David gleich bewusst gewesen wäre, ja, in der Situation. Und, aber es wird ihm hier bewusst. Mhm. Und er erfährt, obwohl er auch Folgen seiner Sünde tragen muss, er erfährt letztendlich Vergebung. Und das ist ein großes Wunder. David erlebt die Barmherzigkeit Gottes. Wo habt ihr denn schon mal für euch die Barmherzigkeit Gottes erfahren? Vielleicht, wenn man eine, sagen wir mal, eine Prüfung oder einen Test hatte und man weiß, man hätte mehr dafür lernen können, aber Gott gibt dir dann genau die Fragen, die du vielleicht, also die du gelernt hast und nicht die, die du nicht gelernt hast. Das ist mal bei mir vorgekommen. Normalerweise ist es eigentlich das Gegenteil, aber manchmal ist es so vorgekommen, dass ich gebeten habe, Gott, ich weiß, ich habe nicht genug gelernt, aber hoffentlich, ja, gibst du mir Fragen, die ich also mir doch angeschaut habe, und das ist mir öfters so passiert. Und ich weiß, das ist eigentlich, ich hätte eigentlich mehr lernen sollen, aber Gott hat trotzdem mir Gnade erwiesen, hat geschaut, dass Fragen kommen, die ich doch verstehen konnte und beantworten konnte. Mhm. Danke. Ja, ich denke, wenn man selbst Schuld auf sich geladen hat, und wir alle haben das in einer oder in der anderen Weise, und man fühlt sich einfach erleichtert, wenn man diese Vergebung erfahren hat, wenn man die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Und ich sehe da auch nochmal diesen Willen hier in diesem Psalm von David wirklich umzukehren. Nämlich sagt er in Vers 15, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Oder in Vers 17, Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Das heißt, da drückt er seine Dankbarkeit aus, und da sehe ich auch wieder diese echte Umkehr, dass er sich sogar zu etwas verpflichtet nach der Bekehrung, nach der Umkehr. Und deswegen war es möglich, dass David ein Freund Gottes genannt werden kann. Ja, David war nicht perfekt, er war nicht vollkommen. Er hat auch Gott verlassen, hat gedacht, als König kann ich auch eigenständig was tun, und es ging schief. Ja, und dennoch kommt er wieder zurück in diese Abhängigkeit Gottes. Ja, wir spüren da bei David auch so diese gewisse Spannung zwischen der Eigenständigkeit und der Abhängigkeit von Gott. Und ja, die Frage auch an euch, ja, die ihr jetzt zuschaut oder zuhört, wie erlebt ihr das denn bei euch im Leben? Wie schafft ihr es, die Balance zu halten, auf der einen Seite ein eigenständiges, mündiges Christsein zu leben und andererseits auch euch immer dieser Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein? Und wir laden euch ein, dass ihr mit uns ins Gespräch kommt. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und nächste Woche sind wir wieder da und werden uns weiter mit Psalmen beschäftigen. Zum Abschluss möchten wir gerne noch zu einem Gebet aufstehen. Lieber Herr, wir danken dir für den heutigen Gespräch, und wir danken dir, dass wir immer zu dir kommen können und bei dir immer Gnade ist. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir in dein Wort lesen konnten, dass wir was Neues lernen konnten, dass wir ein gutes Gespräch hatten. Und bitte sei mit uns in Jesu Namen. Amen. Guter Gott, bitte
lass uns die Sachen, die wir jetzt gerade von dir gelernt haben, auch an andere Menschen weitergeben, vor allem Menschen, die dich nicht kennen, dass sie verstehen, wie gnädig du bist und wie barmherzig. Und das Prinzip auch deiner Liebe, selbst wenn es sehr schwer ist zu verstehen, selbst für uns manchmal, dass sie einfach das begreifen und vielleicht dadurch auch dann zu dir kommen. Amen. Ja, Herr, und wir wollen dich auch bitten, dass wir das, was wir von dir lernen in deinem Wort und auch jetzt in dem Psalm, dass wir immer zu dir kommen können, dass deine Barmherzigkeit groß ist. Hilf, dass wir das praktisch in unserem Leben umsetzen, dass wir ja, deine Vergebung annehmen, dass wir uns nicht einreden lassen, dass die Sünde zu groß ist, und hilf uns, echte Reue zu zeigen. Danke dafür. Amen. 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 In der vergangenen Woche haben wir uns damit beschäftigt, wie in den Psalmen Gottes Güte, Gottes Gnade und seine Vergebungsbereitschaft betont wird. In dieser Woche wollen wir uns mit der Aufforderung beschäftigen, Gottes Wort und sein Gesetz zur Richtschnur unseres Lebens zu machen. Gottes Gesetz zu halten ist kein legalistisches Befolgen von auswendig gelernten Regeln, sondern ein Leben in einer innigen Beziehung zu Gott. Es ist ein Leben im Bewusstsein unserer Vergänglichkeit, die uns demütig bleiben lässt und uns unsere ständige Abhängigkeit von Gott vor Augen führt. Wahre Weisheit wird in den Psalmen so beschrieben, dass wir Gottes Vergebung und Gnade erfahren und deshalb ein Leben des Glaubens und Gehorsams führen. Dann erst können wir Gottes Segen in Fülle empfangen.